Was bedeutet Medienkompetenz? Der Begriff wurde in den 1970er Jahren von Erziehungswissenschaftler und Medienpädagoge Dieter Barke geprägt. Er formulierte darunter vier zentrale Dimensionen, und wenn Menschen diese vier Teilbereiche beherrschen, sind sie nach Barke in der Lage, medienkompetent zu handeln. Die Medienkritik, also die Fähigkeit, selbstständig zu entscheiden, welches Medium wofür geeignet ist oder wie Medieninhalte ethisch bewertet werden können, wird von Barke als ein wichtiger Teil der Medienkompetenz angesehen. Ebenso ist die Medienkunde, also das klassische Wissen über Medien, unabdingbar. Wie funktionieren verschiedene Geräte? Wie bediene ich ein Tablet? Was ist eine App? Die Mediennutzung umfasst sowohl die passive Nutzung, wie zum Beispiel das Anhören eines Hörspiels, als auch die aktive Nutzung und Herstellung von Medien, wie das Erstellen eines Bilderbuchs. Der vierte Teilbereich ist die Mediengestaltung. Hier geht es vor allem darum, Mediensysteme innovativ weiterzuentwickeln und als kreative Gestaltungsform zu nutzen. Kinder lernen Inhalte selbst zu gestalten, wie zum Beispiel das Drehen eines Trickfilms, und sich somit über Medien auszudrücken. Der Medienkompetenz kommt in unserer modernen Welt eine besondere Rolle zu, da sich technische Möglichkeiten ständig verändern und diese inzwischen großen Einfluss auf die Lebenswelt vieler Kinder haben. Deshalb ist es wichtig, Kinder schon früh auf dem Weg zu begleiten, Medienkompetenz bzw. medienkompetentes Handeln zu entwickeln.